So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Die Woche war sicherlich nicht einfach zu handeln und auch heute gab es wieder Sprünge innerhalb von ein paar Minuten von 100 Punkten im DAX und auch bei den US Futures gab der Dow Jones zum Beispiel kurz nach 9 Uhr gab es da auch eine 100-Punkte-Kerze innerhalb von 15 Minuten. Kommen wir kurz auf den S&P-Index zu sprechen. Dieses Chartbild habe ich auch die Woche öfters wieder gezeigt. Und sollte sich jetzt die Geschichte wiederholen, zwar haben wir noch nicht die Woche zu Ende, aber sollte wirklich nach der 2. Dezemberwoche eine dritte starke Dezemberwoche kommen, dann kann montags und dienstags in der nächsten Woche noch neue Lows kommen, hier und hier angezeigt, und dann eben durchstarten. Aber wie gesagt, hier ist noch nicht die schwarze Kerze, ist noch nicht ganz bestätigt und die Futures stehen leicht höher, aber im Nasdaq wäre noch definitiv ein bisschen Abwärtspotenzial vorhanden. Aber schauen wir eben auf den DAX, was der heute gemacht hat. Er hat jetzt direkt, hier ist der Tageschart, direkt hier an der Gap-Unterkante gedreht, also bei 10.500 Punkten. Im anderen Chart sieht man das etwas deutlicher, hier im 4-Stunden-Chart. Das ist auch der Chart, den ich am Wochenende erstellt habe. Da ist eben diese Unterstützungsmarke heute exakt berührt worden. Und die nächste, das ist ein Wochenwiderstand bzw. Wochenunterstützung. Da habe ich eben gedacht, heute Morgen würde es noch eine richtige eine Übertreibung geben nach unten und eben hier ein kleiner Ausverkauf starten. Gut, die Börse ist eben dann doch eben kein Wunschkonzert. Aktuell stehen wir eben an dem anderen ehemaligen Unterstützung, jetzt Widerstandslinie bei 10.600 Punkten. Also diese Spanne, die 100-Punkte-Spanne hält jetzt aktuell der DAX ein. Schauen wir kurz noch den Wochenchart an. Wie gesagt, hier wäre die Wolkenunterkante mit den Unterstützungen, mit der horizontalen Unterstützung wäre hier ein schöner Anlaufpunkt gewesen. Ich habe ja schon, also jetzt kommen wir zu den Setups. Diese Woche habe ich eben vermehrt Aktien vorgestellt. Dort gab es eben ein klareres Bild. Und eben hier gestern mit der BMW-Aktie lief eben schön an den EMA38 hin, plus das Unterstützungsband. Diese und eben mit der Daimler-Aktie kann man, diese beiden Aktien sollte man auf jeden Fall auf der Watchliste haben oder eben auch handeln, aber sollte eben jeweils eben die Daimler-Aktie unter diesen Schlusskurs fallen und die BMW-Aktie unter 92,50, dann dürfte es im DAX wirklich sehr düster aussehen. Also diese zwei Aktien, also allgemein jetzt die Autoaktien, könnten den DAX eben oben halten und eben auch nach oben treiben. Deswegen diese zwei Aktien sind für mich ganz wichtige Indikatoren, wie es mit dem DAX weitergeht. Die anderen Aktien waren eben Barrick Gold. Da gab es eben gleich einen kleineren Rücksetzer. Aber aktuell stehen wir noch über dem Rainbow. Und die andere Goldminenwert ist hier die Newmont Mining. Hier gab es eben auch kleine Rücksetzer, aber soweit passt es auch noch. Ich habe mir jetzt vorher noch den DAX genauer angeschaut. Hier, und das werde ich auch nachher dann auch in einem Stream vorstellen, zwar ist das Stop-Buy-Setup, liegt eben 100 Punkte höher, aber im Prinzip erst über einem Stunden-Close von 10.675 wäre eine größere Aufwärtsbewegung eben möglich.
Die erste Zielzone würde bei rund 10.770 liegen und dann die andere rund 100 Punkte höher. Und im Extremfall oder im positiven Fall, aber im Prinzip wäre das viel schöner, wenn dieses Setup erst halt nächste Woche dann auch aktiviert werden würde, wäre eben dann bis 10.930 Punkten möglich. Das wäre jetzt hier auf Stundenbasis mein Setup. Was noch relativ gut lief, war noch Palladium. Wurde ja in dem Fall hier vorgestellt, konnte zwar nicht ganz das Kursziel erreichen, aber die Rainbow-Oberkante, aktuell hält eben der Schlusskurs hier noch stand und der Palladiumpreis steigt hier aktuell schön mit an im 4-Stunden-Chart. Das waren jetzt mal die wichtigsten Erkenntnisse. Danke fürs Zuhören und wir sehen, hören uns später.